Das Coronavirus ist in aller Munde, ist ein neuartiger Virus, bisher unbekannt, verursacht Lungenentzündung, aber ist durchaus auch mit dem Tod assoziiert. Tod und unbekannt sind zwei Faktoren, die Angst schüren. In Deutschland sind die ersten Fälle bereits diagnostiziert worden, in China sind aber tausende Fälle schon bekannt und die meisten Toten sind in China. Hier wollen wir auch mehr Verantwortung übernehmen als Deutschland in der globalen Gesundheit. Und zu dieser Verantwortung gehört auch Transparenz. Transparenz, die wir von unseren Partnern auch einfordern, hier vor allem von China. Wir wollen besser sein in Deutschland. Wir wollen besser sein, um unsere Patienten auch zu schützen und auch zu behandeln. Wir wollen auch besser sein, für zukünftige Infektionen auch gewappnet zu sein. Wir haben bereits heute in Deutschland gute Strukturen bei Virologen, Mikrobiologen und Hygieniker. Was wir noch brauchen, sind Fachärzte für Infektiologie in den Krankenhäusern, die mehr infektiologische Kompetenz verbreiten können. Denn mit Wissen in den Kliniken entsteht weniger Panik.